Wer im Eifer des Gefechtes ein geiles Solo gespielt hat, aber nicht aufgepasst hat, dass sein Audi-Interface schon am Eingang geklippt ist, der wird sich über ClipSafe freuen. Was das ist, erfahrt ihr gleich in meinem Test vom Reason Balance Audio-Interface. Also, dranbleiben! Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu MusoTalk angecheckt. Ich bin Non Eric und heute checken wir zusammen das Audio-Interface von Propellerheads, das Balance, an. Zusammen mit Balance müssen wir allerdings auch gleich Propellerheads Reason Essentials testen, denn leider gibt es das Audio-Interface Balance auch für Reason 6 User nicht alleine. Das heißt also, man muss sich immer die Kombination aus Software und Hardware zusammen anschauen. Und gerade das Anschauen macht bei diesem Interface richtig Spaß, weil das Teil sieht richtig super sexy aus, passt hervorragend auf meinen Schreibtisch hier, lässt sich kaum verschieben, weil es hier unten auch wirklich schön gummiert, sicher auf meiner Oberfläche steht und ist einfach ein Teil, was ein echter Hingucker ist. Lustig ist, dass es hinten gleich einen Sticker gibt. Install Reason First. Was das für eine Bewandtnis ist, habe ich nicht rausgefunden. Am Mac war es meiner Meinung nach egal, ob man vorher das Reason installiert hat oder einfach nur das Balance anschließt. Denn das Balance ist auch ein ganz normales Audio-Interface für alle Arten von DAWs und kann auch mit Logic, Cubase oder Studio One benutzt werden. Allerdings bei der Autorisation von Propellerheads Essential kam von der Propellerheads-Seite ein Hinweis, dass sie gar kein aktuelles SSL-Zertifikat haben. Das sollte auf jeden Fall mal einer bei Propellerheads verbessern, denn das macht irgendwie einen unseriösen Eindruck, wenn ich meine Software autorisieren möchte und erstmal einen Hinweis auf die Sicherheit bekomme. Aber schauen wir uns das Schätzchen jetzt mal im Detail an. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist leichter, als man vielleicht erwartet, wenn man das Teil auf den Videos oder auf Bildern gesehen hat. Trotzdem wirkt es nicht billig. Toll sind diese wirklich großen Drehregler hier vorne. Damit kann man hier die Abhörlautstärke unabhängig vom Kopfhörerpegel regeln. Hier ist der Kopfhörerausgang an der Seite angebracht. Auf der Propellerhead-Seite steht, dass man besonders darauf geachtet hat, dass der Kopfhörerausgang auch schön laut ist. Ja, er ist laut, aber um meinen AKG-Lautsprecher richtig anzutreiben, reicht es noch nicht. Dafür ist mir aber aufgefallen, dass die Klangqualität des Kopfhörerausgangs wirklich sehr, sehr gut ist. Da habe ich oft so das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen Audio-Interface, auch bei renommierten Marken, da ein etwas einfacherer, billiger Kopfhörerverstärker eingebaut wird. Das ist definitiv hier am Balance nicht der Fall. Dann haben wir hier einen super cleveren Schalter. Ganz simpel, aber einfach und gut. Das ist ein Mute-Schalter. Da kann man einfach mal draufdrücken, wenn die Freundin anruft, das Telefon klingelt, ich weiß nicht, der UPS-Mann vor der Tür steht. Einfach hier draufdrücken und Mute. Sehr sinnvoll, auch wenn es so eine ganz einfache Geschichte ist. Wenn man etwas oberflächlich schaut, dann denkt man, oh Mensch, da sind ja eine ganze Menge Inputs hier am Balance Interface. Ja, das ist auch richtig, aber es sind in Wirklichkeit tatsächlich nur Stecker, Buchsen. Ich kann hier sowohl zwei Line-Signale einstecken. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Gitarre anzuschließen, dann auch mit der entsprechenden richtigen Impedanz. Da gibt es dazu noch einen Patch-Schalter. Und dann hier professionelle XLR-Mikrofonbuchsen mit 48 Volt Phantomspeisung. Aber es bleiben immer nur zwei Inputs, die man hier vorne regeln kann. Hier kann ich den Gain für rechts und links auswählen. Habe hier eine Clip-LED, eine Anzeige für 48 Volt Phantomspeisung, wenn der Mic-Input ausgewählt ist. Aber es bleiben am Ende des Tages immer nur zwei Inputs und zwei Outputs und auch der Kopfhörerausgang lässt sich nachher in der Software nicht separat steuern. Die Input-Regler sind gerastert, lassen sich präzise einstellen. Die großen Regler sind nicht gerastert, aber geben einem trotzdem irgendwie ein wirklich angenehmes Gefühl. Man hat hier wirklich nicht das Gefühl, an Plastikware aus China herumzudrehen. Das Ganze sieht
optisch hervorragend aus und fühlt sich auch immer gut an. Über eine Sache habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich habe im Prospekt rumgeschmökert und dann hier gesehen, dass es hier einen Schalter gibt für einen Tuner und einen Inputpegel. Allerdings ist es so, dass hier nicht irgendwie ein kleines Stimmgerät erscheint mit LED-Anzeigen. Das hätte ich vielleicht ganz clever gefunden. Nein, im Prinzip ruft dieser Schalter nur die bekannte Propeller-Heads-Reason-Funktion auf, die auch sonst ohne das Interface zur Verfügung steht. Und wenn ich dann die Gitarre stimmen will, dann muss ich hier nochmal die Stimmgabel anschmeißen und habe dann hier ein entsprechend großes Stimmgerät vor mir. Da hatte ich tatsächlich eine etwas andere Erwartungshaltung. Dann gibt es eine nur beim Propeller Heads Balance bisher zu findende Funktion, die nennt sich Clip Save. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, dann gehen wir mal hier wieder an die heißgeliebte Ibanez und machen mal eine Aufnahme. So, da muss ich hier wieder auf Gitarre gehen. Okay, ist übersteuert, das wollen wir eigentlich auch. So, ist eigentlich ein bisschen zu viel Pegel. So, jetzt gehen wir einfach hier rein, schmeißen mal Aufnahme an. Allerdings sollte man dann Solo ausmachen. Das soll jetzt erstmal für den Test reichen. Wir sehen jetzt hier schon in Reason die geklippten Passagen, die werden nämlich hier rot dargestellt, hier oben. Und man kann das auch wunderbar hier auf dem Bildschirm sehen, da ist oben alles komplett zerstört. Da gibt es eigentlich nur noch ein schönes großes Rechteck hier. So, jetzt kann ich Clip Save anklicken, schwupp, und jetzt muss ich allerdings auch den Pegel der ganzen Wellenform ein bisschen runterziehen. Und jetzt sehen wir, alles ist wieder gesund. Alles sieht wieder gut aus. Hören wir mal rein. Jetzt hören wir zwar die Verzerrung des Line 6 Amps, aber die groben, brutalen Zerstörungen, die durch das digitale Clipping am Eingang stattgefunden haben, die sind verschwunden. Eine wirklich clevere Funktion. Und da fragt man sich doch wirklich, warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Für mich ist das Balance Interface erstmal eine glatte 1. Was mich allerdings ein bisschen verstört, ist, dass ich als Reason 6 User jetzt dieses Interface gar nicht ohne Reason Essentials kaufen kann. Und Reason Essentials liegt so etwa bei 250 Euro. 400 Euro für das Interface mit Essentials, also kostet das Interface so rausgerechnet etwa 150 Euro, aber es ist tatsächlich nicht separat erhältlich, sodass wir uns auf jeden Fall mal die Kombination aus Balance und Essentials zusammen angucken müssen. Und am meisten interessiert uns erstmal, was habe ich denn nicht, was ein Reason 6 User hat, wenn ich Reason Essentials habe. Und ich starte jetzt einfach mal Reason 6. Parallel, das geht, auf dem Mac auf jeden Fall. So, und dann schauen wir uns einfach mal den Plugin-Umfang, was heißt hier, Plugins gibt es ja nicht bei Reason, sondern den Instrumentenumfang und Effektumfang von Essentials an. Gehen wir mal hier unter Instrumente und da sehen wir, da haben wir einmal hier so ein Instrumentendevice, das mehr oder weniger so eine Art General MIDI Expander darstellt. Dann haben wir den ersten Analog-Synthesizer noch aus Reason 1, den Subtractor, den Advanced Sampler, den Rex Player und den Redrum Drum Computer. Ist so vom Funktionsumfang fast ähnlich wie die erste Version von Reason, aber damals natürlich noch ohne Audio. So, unter Effekte sehen wir, dass wir hier alle Mastering-Effekte haben, auch keine Einbußen hier bei den Line 6 Gitarren-Amp oder Line 6 Bass-Amp. Wir haben sogar Scream 4 Distortion noch dabei.
Hall ist dabei, Delay und Chorus. Also so eine einfache, klassische Ausstattung, die man für einen guten Mix braucht. Das vergleichen wir jetzt mal mit Riesen 6. Und da sehen wir schon, na, da gibt es doch fast doppelt so viele Instrumente. Da gibt es noch zwei weitere Synthesizer. Dann den alten NN19 Digital Sampler und den neuen Kong Drum Designer. Also doch schon mal ein erheblicher Unterschied im Umfang. Dann haben wir hier bei den Effekten, wie man sieht, auch noch eine ganze Menge mehr am Start. Vor allem hier unten, was die ganzen Mix-Effekte, Phaser, Chorus, Flanger, Envelope Control Filter und so weiter angeht. Unter anderes finde ich allerdings löblich, das sehen wir gleich, dass wir hier diesen Spider, den Splitter, mit dem man doch eine ganze Menge dann hinten bei der Rack-Verkabelung anstellen kann unter Reason, dass der auch, sage ich jetzt mal, in Essential enthalten ist. Hier haben wir ihn. Das ist jetzt erstmal alles noch relativ unproblematisch, was die Einschränkungen angeht. Jetzt schauen wir uns aber mal den Mixer an und da wird es dann schon fast ein bisschen zu wenig für mich. So, so sieht er aus, der Essential Mixer. Der ist wirklich sehr essential. Wir haben hier einen ganz einfachen EQ nur, keine Kompressoren, nur vier Effektwege und so weiter und so fort. Wir schauen uns jetzt mal den großen Mischer in der 6er-Version an. Schwupp, da haben wir ihn und da sehen wir, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Da haben wir hier die Dynamics. Warte mal, da müssen wir jetzt erstmal rübergehen und einen Kanal aufrufen, weil so können wir die gar nicht sehen. So, hier sehen wir es jetzt. Da haben wir hier Kompressor, Gate pro Kanal, einen umfangreicheren EQ, Inserts, 8 Effektwege und so weiter und so fort. Also, das ist für mich im Prinzip am Ende des Tages eine größere Einschränkung als die etwas wenigeren Instrumente, die man unter Reason Essential zur Verfügung hat. Allerdings kann man sich beim Mixen natürlich behelfen, denn auch Essentials kann rewire und damit kann ich dann zum Beispiel meinen Cubase-Mixer an den Start bringen und Einzelausgänge aus Reason einfach in den Cubase-Mixer hineinleiten und dann dort mit meinen Cubase oder was immer Plugins meinen Mix machen. Eine Sache sollte man aber auf jeden Fall auch beachten, nicht alle Refills, die da draußen so im Internet unterwegs sind, kann ich natürlich mit Essentials benutzen, denn da könnte das ein oder andere Instrument oder Effekt halt einfach fehlen. Die Kombination aus Balance Audio Interface und der Software Reason Essentials ist für mich ein wirklich guter Einstieg in die Welt von Propellerheads. Allerdings, wer wie ich schon ein Reason 6 hat, bezahlt hat, der hat mit dem Balance jetzt ein kleines Problem, denn es gibt das Balance tatsächlich nicht ohne Essentials zu kaufen. Und das bedeutet für mich, dass ich für dieses Interface als Reason 6 User jetzt fast 400 Euro ausgeben muss und das ist meiner Meinung nach dann deutlich zu viel. An einer anderen DAW macht das Propellerheads Balance auch eine gute Figur, einfach weil es schon so super aussieht. Dann muss man allerdings auf die geniale Funktion ClipSafe verzichten und man hat doch mit 399 Euro ein doch relativ teures Zweikanal-Interface an der Backe. Wer aber schon länger mit Reason liebäugelt, für den ist sicherlich jetzt die Kombination aus Audio-Interface und Software ein super Einstieg. Er bekommt ein hervorragend aussehendes Audio-Interface, das auch noch hier hinten mit einer kleinen Patch-B aufwarten kann. Es ist zwar weiterhin nur ein Zweikanal-Interface, aber es ist schon mal eine gute Sache, hier zum Beispiel Plattenspieler oder andere Instrumente anschließen zu können und dann hier vorne die entsprechenden Eingänge dann umschalten zu können. Und auch der Sound hat mich voll überzeugen können, vor allem der wirklich sehr gut klingende und laute Kopfhörerausgang. Auch unter Studio One hatte ich hier überhaupt gar keine Probleme mit dem Interface. Ich habe relativ kurze Latenzen an den Start bringen können und das Ganze hat mich eigentlich komplett überzeugen können. Deswegen gibt es diesmal zwei Wertungen von mir. Einmal 4 Sterne für all diejenigen, die noch keine Reason 6 haben und nur 2 Sterne für Reason 6 User, denn die müssen meiner Meinung nach
im Moment noch zu tief in die Tasche greifen für dieses hervorragende Audio-Interface. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen, denn jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer kleinen Probefahrt mit dem Propeller-Heads-Interface und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen würden hier auf diesem Sender und bis dahin, make more music mit Musetalk. Kombination aus Reason Balance und aus dem Audio-Interface Balance und Reason Essential ist für mich ein guter geht das los? Balance Audio Interface und der Reason ist das leider ein echtes Problem, dass man eben, nee. Auch der Sound hat mich komplett überzeugt. Sehr gut.